Von seiner Herkunft kümmert sich der Datenschutz um die Durchsetzung der Grundrechte von Individuen, also einzelner Bürgerinnen und Bürger, aber mit seiner Gestaltung, die er dabei für die Digitalisierung einer Gesellschaft übernimmt, geht es natürlich letztlich auch schon um Gesellschaftsschutz, um die Richtung von Digitalisierung, dass sie am Ende auch dem Gemeinwohl dient und nicht nur Geschäftsinteressen. Ins Spiel kommt der Datenschutz auch an der Stelle, wo wir darüber sprechen, dass Daten, die erhoben werden, genutzt werden sollen für Gemeinwohlinteressen, zum Beispiel der Steuerung oder Optimierung des ÖPNV, medizinische Forschung oder ähnliches mehr. Und hier kann der Datenschutz seinen Beitrag dadurch liefern, dass er hilft, dass aus personenbezogenen Daten, die Einzelpersonen ja am Anfang zugeordnet werden können, am Ende Daten generiert werden, die trotzdem genutzt werden können, weil sie entweder anonymisiert oder pseudonymisiert sind oder andere Schutzmaßnahmen ergriffen worden sind zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Und das passiert durch die üblichen Vorgaben des Datenschutzes: Transparenz, Sicherheit, Datenminimierung, Löschkonzepte, die wir als Aufsichtsbehörden auch an die überprüften Stellen anlegen. Die Datenschützer wollen nämlich auch keine, nicht weniger Digitalisierung, wir wollen eine bessere Digitalisierung, eine, die nicht beliebigen Geschäftsmodellen hinterherläuft, sondern die Grundrechte wahrt, und das dient am Ende dem Gemeinwohl.